Was bisher geschah in Age of Empires Divinity Edition? Keine Ahnung. Woran man erkennt, dass sie noch hier sind. So, gewonnen. Haben wir die ganzen Artefakte einmal abgeliefert. Ihr schnelles und beherztes Handeln in Mesopotamien hat viel Vertrauen. Ganz weit weg. Das ist dumm. Ehrlich bin. Nicht genug Holz für eine Lagerhube. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Empires Divinity Edition. Ja, wir springen hier rein und werden direkt erstmal angegriffen, das läuft ja. Ja, wir sind dabei, die Königin von Palmyra, nämlich die Königin Zenobia, ist unser Hauptfeind. Und wir haben noch zwei weitere Feinde, aber den haben wir hier gerade so schön in Schach. Und den zweiten Feind haben wir hier vorne. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Holz. Und warum haben wir hier, wo sind unsere Helepolis? Das kann nicht sein, dass unsere Dorfbewohner hier getötet werden. So. Drei, die Gold holen. Und 8, so, gut. Oh. Gut. Du wandelst da jetzt auch hin. So, haben wir denn schon ein Regierungsgebäude gebaut? Müssen wir jetzt mal eben gucken. Ob wir das hier schon besitzen. Da ist eine Waffenschmiede, das ist schon mal sehr gut. Anscheinend nicht. Okay, wir haben jetzt drei Waffenschmieden auf einem Fleck. Das macht gar nichts. Wir holen uns jetzt ein Regierungsgebäude. Und das brauchen wir jetzt. Gut. Und da sind die. So. Vier Gold, fünf Nahrung, ein Stein. Okay. Wir gehen aber einmal außen hier lang. Mit den Helepolis. Weil, ja. Ich habe so die Vermutung, dass sie auch gerne von hier kommen. Siehst du, da haben wir nämlich schon einen. So. Gut. Sehr gut. Ich wusste es, dass die nämlich jetzt hier versuchen, von hier auszukommen. Du lass dich nicht dahin holen. So, zwei neue. Genauso wie ihr. So, zack. So, sehr gerne, das... So. Wollen wir den jetzt mal eben ein bisschen ärgern, weil der ist direkt vor unserer Haustür. So, am besten stellt ihr euch da einfach mal dahin. Und sobald ein Feind kommt, werdet ihr erstmal aktiv. Das ist so erstmal eure erste Aufgabe. Wir haben jetzt sowieso... Der ist der einzige Feind, der uns jetzt hauptsächlich nur angreift. Das ist jetzt auch nochmal gar nicht so schlimm. Am besten... Oha, ihr habt ja schon ordentlich Holz gehackt hier. Oha, ha, ha, Hilfe. Ja, bau du mal hier noch ein Lagerhaus. Lagergebäude. So. Reichweite. Belagerungs... Gut. Das beides wird jetzt eher benutzt.
Und dann brauchen wir jetzt auch nicht Holz jetzt. Gut. So. Sehr schön. Zu viert sieht das schon mal sehr gut aus. Sehr gut. Das haben wir dann erstmal geschätzt. Seetechnisch sind wir auch gut aufgestellt. Und ja, ihr habt halt jetzt einen größeren Weg. Das macht aber überhaupt nichts. So, der Feind kommt nur von dieser Seite. Nämlich die Gattea. Die kriegen wir jetzt hin. So. So, jetzt seid ihr mal lieb miteinander. Das ist schön. Das freut mich. So, das ist schon mal sehr schön. Ihr habt jetzt eine bessere Genauigkeit. Also könnt ihr auch alles erstmal bis dahin angreifen. Und das bevor angreifen bis dahin. So, jetzt wollen wir ein bisschen aufpassen, was der Gute uns jetzt... Wir sind im Vorteil, wir haben so viele... So. Ja. Dass wir die vier einfach mal arbeiten. Wir sammeln erstmal Holz und Nahrung, damit wir unsere Helipolis erforschen können. Das läuft sehr hundertprozentig. Direkt das nächste Gebäude. So, erstmal den Dorfbewohner. Dass er nicht auf blöde Ideen kommt. Immer weg damit. Und die beiden können die auch hin. So. Der nächste Dorfbewohner direkt weg ist. Gut, die machen das hier. Ja. Der ist sozusagen schon weg. Ja gut, wir haben jetzt einen verloren. Das macht nichts. So. Da haben wir einen Turm. Da haben wir einen Turm. Sehr gut. Reichweite hat sich gut erhöht. Gold und Nahrung. Und Gold ist sehr gut. Nahrung ist auch gerade sehr gut. Die machen... Das ist die Abwehrtürme... Das macht gar nichts. Das kriegen wir locker flockig hin. Direkt den nächsten Turm. Genau, das machen wir mal jetzt ein bisschen. Und ja. Hier haben wir jetzt keinen Hafen. Deswegen würde ich sagen, kommt da jetzt noch ein Hafen hin. Den kannst du da eben hinbauen. Während der da schon wieder am Holz hacken ist. Sehr gut. Gut. Hochschießanlage. Direkt zerstören, damit erstmal da keine Gegner mehr kommen. Da haben wir den ersten Feind schon mal beseitigt. Ja, uns das die ganze Zeit schon piesackt. Oh. Okay, das heißt... So, das heißt, der kommt auch noch von da. Genau, ihr macht jetzt erstmal das alles hier fertig. Lass sie ruhig kämpfen. Das funktioniert hier nicht mehr. Lange, lange funktioniert das nicht, weil ich die Wohnhäuser zerstöre. Da ist ein Marktplatz. So. Das wird immer weniger. Sehr gut. Tausend Holz haben wir schon mal. Jetzt fehlt uns nur noch die Nahrung. So.
haben wir da wieder angegriffen. Macht diese verdammten Häuser kaputt. So. Das ist weg, das ist weg. So. Nächstes Haus. So. Jetzt sind die da wieder. Was ist, wo kommt ihr eigentlich schon wieder weg? Ihr seid euch hier am Angreifen, aber mich greift ihr nicht an, oder was? Also meine Einheit. So, die Markpotte ist als nächstes. Weil die greifen uns ständig an, die Gartea. Während die Braunen total ruhig sind, das macht mir gar nichts. Ich habe da ein Schiff stehen, die kommen da nicht raus, ohne dass ich das weiß. Aber die sind das Problem. Die gehen mir so ein bisschen... bisschen auf den Sack. Geht weg von den Kabeln. Hunde. Wo kommt ihr eigentlich schon wieder alle weg? Euer Dorfzentrum wird gerade angegriffen und ihr habt keine Möglichkeit und ihr greift mich nur an. Weil ihr meint, denkt ihr, ich habe keine Soldaten da stehen. Okay. Das finde ich sehr interessant. Gut. 1200 Nahrung brauchen wir. Wie gesagt, holztechnisch sind wir aufgestellt. Wir haben nur drei. Das war mir so klar, dass die nichts Neues finden. So. Weiter. Als erstes ja erstmal den Turm da. So. Ihr habt nix. Dann könnt ihr von mir aus noch ein paar Bauern werden. So, welcher von euch geht denn jetzt da schon mal bauen? Gut. Ich brauche nämlich Nahrung. So. Jetzt könnt ihr da eben mal in Ruhe aufräumen. Damit er nicht mehr so viele Soldaten herstellen kann. Dorfbewohner hat er anscheinend nicht mehr. Sonst würde er seine Gebäude reparieren. Oder zumindest versuchen, dass da irgendwas passiert. In einer Art Rettung. So. Wir haben hier nur noch ein Schiff. Ein. Zwei. Zwei, gut. Ihr macht das kaputt. Das ist sehr gut. So, Nahrung ist gemacht. Holz ist in Arbeit. Das läuft. So. So, perfekt. Weiter geht's. So. Noch einmal dahin, bitte. So.
So, da ist... läuft erstmal. So, da kommen gerade überhaupt keine Gegner mehr. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß, dass wir, die können wir gut in Schach halten. So, zwei davon, die können wir da noch hinschicken. So. Okay, ernsthaft, da haben sie jetzt da oben Schiffe geschickt. Das läuft bei denen ja. Hört jetzt mal auf, Mensch. Was macht die denn da? So. Erstmal die da jetzt zerstören. So. So, ich würde jetzt mal sagen, dass wir als nächstes die Katapultriemen eben einmal. Oder wir können auch hier rüber gehen, dann können wir die... Ja, gut. Das haben sie schlecht verteidigt, muss ich sagen. Hallo! Ist gut jetzt. So. So. Jetzt... holt euch den Turm. Und wenn der Feind dann... Hallo! Meine Güte, hört doch mal auf jetzt. Jetzt legt euch doch endlich mal hin. Und chillt. Schild einmal bitte. Danke. So finde ich das toll. Sehr schön. Ja, so ist fein. Sehr schön. Die sind besiegt. Das bedeutet, die greifen mich nicht mehr an. So. Die Gatea sind besiegt. Hoppala. So, sammelt euch da eben. Gut. Wir haben hier noch eigentlich ganz viel Platz eigentlich, wo wir eigentlich uns so ausbreiten könnten. Das ist aber nicht notwendig. Ja, unser nächster Feind, den wir jetzt angreifen werden, ist Königin Zenobia. Weil wir haben jetzt erstmal Ruhe. Vom, ja... Wir werden jetzt wo angegriffen? Da. Gut, du hast nichts zu tun. Dann, hau mir hier. Da. Und da Türm einfach mal hin. Nur weil er ja ständig da reinkommt, diese blöde Königin. So. So, ihr beide könnt schon mal da reingehen. Da rein. So. So, lass die mal eben hier raus, wenn das geht. Wo werden wir denn jetzt hier angegriffen? Oh, schleunigst du diesen verdammten Turm. Ja, nee, und der hat sich auch noch weiterentwickelt. Der läuft bei ihm ja. Gut. Gut, der bewegt sich da jetzt gerade hin. Dann kann der eben erstmal den aushalten. Warum ist da ein Truppentransporter? Verdammte Axt. Und warum seid ihr eigentlich schon wieder da hinten, Alter? Das will ich erstmal verstehen. So, der ist weg. Sehr schön. Gut, da haben wir noch ganz viel Nahrung. Oh, Word. Gut, das läuft. Oh, der hat nichts zu tun. Dann, mach einfach Gold. Kann immer jemand benutzen. So.
So. Die beiden können wir eben da oben. Damit ihr eben den Eingang ein bisschen beschützen könnt. Eigentlich habe ich dafür ja hier zwei. Drei Stück. Nicht genug Platz zum Entladen. Oh. Geht raus hier. Nicht genug Platz zum Entladen. So, kommt erstmal da raus. Damit ihr diesen Turm da angreifen könnt. Ja, nie ist klar. Scheiß Palmyra haben natürlich. Gib den da, ganz schnell den da. Ja, nee, danke, Rocky. Was soll denn das? Läuft mir erstmal eiskalt über den. Ja, über die Tastatur. Und ja, meine Freunde, die Zeit ist auch leider wieder oben. Und. Ja, nee, ist klar. Was ist das? Was ist denn hier los? Wie wär's denn mal, wenn ihr das da endlich angreift? Und euch jetzt. Was macht denn da eine Feuergaleere? Oh, meine Güte. Gut. Sehr gut, dankeschön. So, also meine Freunde. Wir sind am Ende der Folge angelangt, meine Freunde. Ich speichere nochmal eben schnell. Folge 152. Ja, und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Age of Empires, die Divinity Edition. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich gerne hier über mir einmal mein Hauptprojekt Gothic 2, die Nacht des Raben, euch anschauen, die letzte Folge, die online kam. Und natürlich könnt ihr hier links von mir euch die Playlist von Age of Empires euch anschauen, falls ihr noch was nachgucken möchtet. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne noch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Würde mich sehr darüber freuen. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal Schüttle, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Mir ist gerade das Ende entfallen. Und dann nochmal, ich sage Schüttle, haut rein. Ich bin Herz und bis dann.